In diesem Video möchte ich vorstellen, wie man mit guter Amateurfunkausstattung NOAA-Beta-Satelliten empfangen kann. Man braucht hierzu einige Programme, wobei auch einiges selbst programmiert wurde. Ein wichtiges und zentrales Programm zum Verfolgen von Satelliten ist Orbitron. Nach dem Starten öffnet sich die Zusatzanwendung mit dem Namen DDED. Nun wird mal überprüft, wann die nächsten Überflüge der NOAA-Satelliten sind. Wie man unschwer erkennen kann, ist der aktive NOAA 19 in Kürze empfangbar. Nun schalten wir wieder zurück zur Echtzeit. Die nächste Software heißt SCB und bedient verschiedenste Komponenten am Mast. Nun wird der Rotor, die logarithmisch-periodische Antenne und der Vorverstärker aktiviert. Dies dauert ein paar Sekunden. RCB ist eine Software zur Rotorsteuerung und wurde selbst programmiert. Hier kann man den Rotor manuell bedienen oder die Steuerung von Orbitron über DDED übernehmen lassen. Wie man hier sieht, bewegt sich der Rotor in Richtung des aufgehenden Satelliten. Die logarithmisch-periodische Antenne ist hier auf der rechten Seite zu sehen. Als nächster Schritt ist der Empfänger ICR8600 von ICOM einzuschalten und die Steuersoftware zu starten. Hier sieht man unten die Frequenz ohne und oben mit Dopplerkorrektur. Mit der Taste Verfolgen werden die Parameter an den Empfänger geschickt und im Sekundentakt die Frequenz nachgestellt. Am Empfänger muss noch der Filter auf die größte Bandbreite gestellt werden. Das Programm zum Empfangen und Auswerten der Wettersatelliten heißt WX2IMG und ist sehr bekannt, aber wird nicht mehr weiterentwickelt. Nun müssen wir ein wenig warten, bis der Satellit empfangbar ist und daher wird der Zeitraffer aktiviert. Nun kann man das klassische NOAA-Signal von den Satelliten hören. Das Klacken ist immer eine Zeile des Bildes. Es wird also eine Zeile vom Satelliten aufgenommen und sofort ausgesendet. Es gibt daher keine Verzerrung der Erdkugel, als wenn nur ein Bild aufgenommen werden würde. Es handelt sich hier um ein analoges Signal und daher ist es einfach empfangbar, aber empfindlich auf Störungen, welche man auch im Bild erkennen kann. Zusätzlich ist eine große Bandbreite an Empfänger notwendig, um alle Daten empfangen zu können. NOAA-Satelliten sind LEOs, was Low Earth Orbit bedeutet und umrunden die Erde in einer Höhe von ca. 800 km. Ein Durchgang ist daher maximal eine Viertelstunde lang. NOAA-Satelliten haben grundsätzlich zwei frei empfangbare Frequenzbereiche. Der HEPT High Resolution Picture Transmission Kanal ist auf 1,7 GHz und der APT Automatic Picture Transmission verwendet den 137 MHz Bereich. Der HEPT Kanal liefert sehr gute Bilder, aber ist schwierig zum Empfangen und wird hier nicht behandelt. Was wir hier sehen, ist eine APT-Übertragung. Leider sind in den letzten Jahren Satelliten abgeschaltet oder defekt geworden. Zusätzlich werden keine neuen Satelliten mehr mit APT ausgestattet. Somit gibt es nur noch drei aktive NOAA-Satelliten mit APT, welche vermutlich auch irgendwann verstummen werden. Im Anschluss wird das Video in Zeitraffer durchlaufen und man kann schön erkennen, wie sich das Bild aufbaut.
Hier ist nochmals ein kurzer Blick auf die Antennenanlage, wie sie sich auf den untergehenden Satelliten ausrichtet, um den optimalen Empfang zu bekommen. Nun kann der Empfänger rückgestellt und der Rote in die Parkposition gebracht werden. Beim Mast kann ebenfalls alles abgestellt und Orbitrom beendet werden. Nun sehen wir uns die empfangenen Ergebnisse an. Auf der linken Seite ist der optische und rechts der infrarote Bereich ersichtlich. Zusätzlich gibt es noch Kontrollstreifen bei jedem Bild. Diese Bilder können nachbearbeitet werden, was VX2IMG automatisch macht. Hier ist das MSA Multispectral Analysis Bild zu sehen. Es zeigt hier schöne Wolkenformationen. Auf die Interpretation der Daten wird hier allerdings nicht eingegangen. Das zweite Bild ist ein MCIR. Multicolored Infrared, welches Temperaturdaten enthält. Wie man gut erkennen kann, ist der Satellit im nördlichsten Teil der skandinavischen Länder bis in die Mitte von Algerien empfangbar. Mit diesem Video konnte ich hoffentlich das Interesse an NOAA-Wettersatelliten wecken und zeigen, was sich so im Orbit an frei empfangbaren Satelliten befindet.